Hallo liebe User, hier ist der Holly vom Stellplatzführer.de. Heute möchte ich euch einen ganz neuen Stellplatz vorstellen. Ein ehemaliger Busparkplatz. Der liegt in Los Alcarres und ist diesen Monat eröffnet worden, offiziell eröffnet worden. Der Stellplatz hat eine Fähr- und eine Entsorgung und ist kostenlos. Der Platz hat ca. 30 Plätze und ist als Übernachtungsplatz sehr gut geeignet. So, wir schauen einmal. Den habe ich jetzt gefunden beim Vorbeifahren. Und wir werden mal schauen, was hier noch so alles gibt. Hier ist eine kleine Ecke, wo man verweilen kann mit Schatten, mit Palmen. Hier sind Parkbuchten. Vorne am Eingang für kleinere Mobile. Hier hinten würde ich sagen Fahrzeuge, ja, bis 10, 12 Meter. So, hier hinten Naturschutzgebiet. Wir liegen jetzt außerhalb von Alcarres, so heißt das, Entschuldigung bitte. Der Platz ist videoüberwacht und wie gesagt, ist kostenlos. Jetzt kommen wir zur Fähr- und Entsorgung. Hier nebenan ist die Feuerwehr direkt. Dann kommen wir auch schon gleich zum Ausgang. Hier ist die Fähr- und Entsorgung mit Bodeneinlass. Hier kann man Frischwasser zapfen und seine Kassette entleeren. Da sind noch ein paar Informationen. Hier auch von der Stadt Tafel, wie man ans Mar Menor kommt. Offizielle Telefonnummern. So, liebe Leute, das war ein kleines Video vom Stellplatz Los Alcarres, der ehemalige Busparkplatz. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte ich um einen Daumen hoch. Wenn nicht, sagt mir, was ich verändern oder verbessern kann. Euer Holly vom Stellplatzführer.de. Danke.